Moin moin, und da sind wir wieder bei The Witcher. So. Kein Sturm. Schade. Aber ehrlich gesagt, ich könnte jetzt auch immer wieder neu laden und schauen, ob ein Sturm kommt, es dann ausprobieren. Aber ich glaube, ich würde dann, ja, die Kosten mal tragen. Golem Totenacker. Gehen wir da dann doch einfach nochmal hin. Die Ertrunkenen hier auf dem Weg, die kommen aber auch in Massen. Ich hätte gerne volles Leben, wenn ich mich dem Golem stellen muss. Werden wir wohl doch die Druiden bezahlen dafür? Ja, komm her. Ich will hier in der Nähe, ehrlich gesagt, nichts anderes haben. Als die hier. Ich bin auch nochmal durchgegangen, hab geschaut, was da denn für Sachen vielleicht fehlen, aber ich finde, ich habe insoweit. Alle Sephiroten, bis auf den einen, der wahrscheinlich dann bei ja, der Golem haben sollte. Schauen wir uns noch mal diese Pylonen an. Sehen die irgendwie anders aus? Steht da irgendwas drauf? Nein. Sehen auch soweit fast alle gleich aus. Ja, dann hier mal ein Safe. Ab zu den Druiden. Da ist der Orden. Kundschafter, Kundschafter. Siegfried ist auch dabei. Ich frage mich, wenn ein Sturm kommt. Diese Pylonen, ich glaube, einen hatte ich schon mal aktiviert. Die rufen, glaube ich, diesen Sturm. Mal sehen, was die machen. Ob wir die brauchen, um den Golem zu besiegen. Der hat dann ja einen Metallstab am Rücken. Das wird noch spannend. Das wird definitiv spannend. So, ältere Droide war das doch, oder? Was gibt's? Ja, ich will dich dafür echt nicht. Kaufst du Gehirne? Nö, kaufst Blumen. Naja. Was gibt? Ihr Droiden kontrolliert die Kräfte der Natur, nicht wahr? Nein, das können wir nicht. Vielmehr leben wir nach ihren Rhythmen. Dennoch? Nein. Nun, das haben wir schon gehört. 500. Das ist zu viel. Alles wird. 500 Orens, die irgendwie leben. Willst du dir eine Villa hinbauen? Na gut. Na gut. Dann eben 500. Kommt wieder, wenn ihr bereit seid. Hier sind 500 Orens. Ich warte auf meinen Sturm. Das ist kein Kinderspiel. Ich bin kein gewöhnlicher Magier, der Stürme mittels absurder Steinsäulen beschwört. Steinsäulen. Quasi diese Pylonen. Was für Säulen? Jeder Magiewirker kann die drei Steinsäulen auf dem Golem-Totenacker aktivieren. Sie locken Blitze an. Vielleicht kann ich mit den Säulen den Golem aufwecken.
Zum Glück befindet sich diese Kreatur außer Reichweite der Säulen. Es kann nur Unglück bringen, wenn man die Kräfte der Natur manipuliert. Wie werden die Säulen aktiviert? Berührt sie, wenn ihr einen Sturm anlocken wollt. Aber das ist äußerst gefährlich. Ein Augenblick der Achtlosigkeit kann euch das Leben kosten. Ich werde schon aufpassen. Lebt wohl. Ich kenne eure Absicht, Hexer, und würde einige dieser Tränke zubereiten. Trinkt sie, denn ihr werdet sie brauchen. Ein Hexer ohne Tränke ist nur ein halber Hexer-Droide. Das stimmt wohl. Ich habe 500 Orens für einen Sturm bezahlt. Also, wir brauchen, glaube ich, die Pylonen definitiv, um den Golem zu aktivieren. Ob wir ihn damit auch schaden können? Ich habe das Gefühl, wir sollten dann unser Schwert nicht draußen haben. Das ist quasi auch ein Leiter. Ich weiß nicht, wie das Spiel damit arbeitet. Und wir in diesem Dreieck. Es formt ein Dreieck. So. Kommt jetzt schon eins? Ich hätte vorher nochmal speichern sollen. Ich Idiot. Gott, Gott, Gott. Scheiße. Sieht der freundlich aus. Geralt. Pack dein Schwert weg. Okay, er ist langsam. Machen wir mal eins. Zwei. So. Ist er da quasi im Dreieck. Ja, er hat Schaden bekommen. Okay, ich muss ihn locken und führen. Hier etwas hin, danke. Geralt hat zum Glück auch gerade nicht sein Schwert draußen. Hier, ins Dreieck. Ins Dreieck. Ich glaube, das ist korrekt, was ich hier mache. So, etwas Abstand wieder gewinnen. Fast wie ich es mir gedacht habe, wie das Ganze funktioniert. Hierher. Hierher bitte. Yeah. Das war gefühlt einfach. Neska und Golem Obsidianherz. Sehr schön. Ja, dafür packe ich aber was raus. Und irgendetwas muss hier doch sein, was ich ohne Probleme loswerden mag. Hier kommen die 6 Zungen. Sehr schön, dann haben wir doch eigentlich jetzt nur noch speichern unbedingt. War teuer. Und das wäre quasi schon ein Sturm gewesen. Man hört es auch hin und wieder mal ein bisschen. Wo kommen wir hier vielleicht durch? Da kommen wir, glaube ich, so gar nicht lang. Wir müssen, meine ich, hier unten lang. Das ist mal so eine komische Zunge. Die brauche ich jetzt nicht. Sollte der letzte Stein sein. Ich habe es auch nochmal nachgeschaut. Wir haben sonst eigentlich alle gehabt. Laufe ich gerade korrekt? Da direkt können wir nicht lang. Wir müssen, glaube ich, von oben, vom
groß war das Haus aus? Können wir da auf die andere Seite? Hier sind wir mit den Gebüschen hier mittendrin, sind ein bisschen... Laufe ich gerade noch richtig? Wo bin ich? Wie bin ich denn da lang gekommen? Ja. Da ist nochmal ein Ertrunkener. Da habe ich eigentlich gar keine Lust, mich mit dem auseinanderzusetzen. Ich habe Wichtigeres zu tun. So, und jetzt hier oben lang. Weiße Myrte, Büschelkraut, da ist die Tür. Kommt bestimmt nochmal so ein Pflanzenvieh um die Ecke. Da haben wir ihn. Ich bin gespannt. Alle Sephira sind an ihrem Platz. Mein Medaillon vibriert wie verrückt, also scheint der Spruch noch zu wirken. Die Turmtür sollte offen sein. Kalkstein wird Augen machen. So, dann hoffe ich, dass jetzt auch dieses Quest abgeschlossen ist mit den Sephiroten Finn. Denn logische Konsequenz, dass wir alle hatten. Ich kann den Turm nun betreten. Ich setze alle Sephirot in die Obelisken ein. Der Turm ist nun offen. Ich muss Kalkstein informieren und mir meine Belohnung abholen. Alles läuft gut. Der falsche Ermittler hat mir seinen Sephirot gegeben. Nun kann ich das Spiel beenden. Ich muss in den Turm gelangen. Da ist ein Ort der Macht. Ich will ja eigentlich diese Teleportationskram nicht wirklich benutzen. Schauen wir uns mal kurz den Stein ein. Ziel unbekannt. Kann ich so nicht benutzen. Das ist auch fast der nächste zum Gott, hier ist einiges an Gegnern. Könnt ihr hier hoch? Glaube nicht. Na ja, gehen wir halt runter. Kommt vielleicht gleich wieder. Aber jetzt einmal werde ich diesen... Ach Gott. Teleportationskram benutzen. Das sind voll. Da sind noch mehr. Weiße Myrte nehme ich mit. Raimund, sehe ich den da schon? Hier nicht. Ich bin aber beim oberen Ende, beim eingestürzten Turm. Ja. Aber ich glaube, ich muss zum unteren Ende hin. Na gut. Sehe ich gerade kein. Da hinten ist eine Vivan. Da sind wieder mehrere Vivan. Die sind alle wieder da. Wir benutzen jetzt mal den Teleportationsstein. Ich weiß nicht, ob ich händisch zurücklaufen muss oder dann hier wieder hin teleportiert werde. Aber einmal können wir es benutzen, einfach nur um zu wissen, wie es funktioniert. Werde ich es über Spiel hinweg nicht machen. Ich bin kein Fan von Schnellreiseoptionen. Okay, hier sind wir im Kalksteins Labor. Wir haben halt für ihn noch ein bisschen was. Diese Formel muss neu überdacht werden. Und ich will halt alles Mögliche gemacht haben. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Schon okay. Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr etwas Ghoulmark für mich? Jo. Ja. 3 frische Dosen. Trefflich. Nehmt dieses Gold.
So. 150 Orens. Oh Mann. Nur mit diesen Verträgen konnte ich gerade so die Druiden bezahlen. Und den Schmied und... Ach Mann. Ob man von frischen Dosen sprechen kann, wenn man das Untoten rausschneidet? Ich weiß nicht. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Was den Turm anbetrifft. Ja. Verzeiht, aber was muss ich tun, um den Turm zu öffnen? nee, wir haben den Turm offen. Die Sephiroth sind auf den Obelisken. Die Tür des Turms ist offen. Endlich! Ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Kalkstein. Die größte Entdeckung meines Lebens. Hexer, ich muss mich vorbereiten. Ihr habt euch eure Belohnung verdient. Danke. Ich muss den Turm betreten. Oh, tut. Ja, mal mit ihm handeln. Er will bestimmt auch noch ein paar andere Sachen gerne haben. Hier, 50 Stück. Verkaufen wir ihm. Bringt fast gar nichts. Naja. Gensubstanz, Leichengift. Ordnen wir das Ganze nochmal. Ich hoffe, gleiche Sachen werden dann auch nebeneinander eingelegt. Ich sehe aber ehrlich gesagt nichts, was ich so richtig mehrfach... Doch da, Leichengift. Die können dann auch weg. Und er ordnet sie nicht. Logisch. Das finde ich sehr, 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 sehr schade. So. Ich kann jetzt aber nicht mich zurück teleportieren lassen, oder? Haben wir jetzt dieses Teleportationsding weggenommen? Ich habe das Gefühl, ja. Was haben wir hier? Ach ja, Würfelkästchen. Warum wir davon so viele haben? Keine Ahnung. Und ich darf jetzt... Ja, ich darf da jetzt manuell hin. Na dann. Gerade tagsüber. Rasten will ich eigentlich nicht. Ich habe Tränke dabei. Glaube ich, alles, was ich haben will. Ich gehe jetzt noch zum Schmied. Mal wieder was verkaufen. Was wollt ihr? Zeigt. So, die Fackel bringt relativ wenig. Das Schwert auch. Aber was soll's. Zwei davon habe ich. Das werde ich, glaube ich, einfach mal nachschauen. Das, was für Meteoriten ich mir eine Klinge schmieden möchte. Und wir haben jetzt eine neue Stahlklinge. Also wer weiß, glaube ich noch, das war dann eine Stahlklinge, die da rauskommt. Das Tier in Ruden. Und glaube ich, ein Silberschwert einsetzen. Tja, da müssen wir manuell wieder zurück. Grrr. Naja, können wir nochmal mit Leuwarden sprechen. Aber in den Turm kommen wir in dieser Aufnahme noch. Wollt ihr ein bisschen Spaß? Die klaren Leuwarden. Ja? Lebt wohl.
Der hat nichts zu sagen, er mag uns im Moment nicht unterstützen, aber gut, wir... Hier, eigentlich arbeiten wir doch gerade gegen den Kopf der Salamandra. Bringt mich die Zeit. Jo. Ganz los. Wie oft war. So. Schippern wir jetzt noch einmal rüber. Ich hoffe fast das letzte Mal, dass wir dieses Video sehen. Man kann es natürlich auch überspringen, aber das gibt mir zumindest ein bisschen Zeit, ein bisschen was zu trinken. Die Kehle etwas zu befeuchten. Jetzt ist Nacht oder wie? Oder was? Oder wer? Oder wie? Warum? Ja, nach dem ersten Mal hätten sie da auch. Hallo Fischer. Ihr beißt schon was. Und ob? Darf ich mal. Vielleicht ist noch. Der hat also Fisch dabei. Einen hätte ich gerne mal. Ja, weil wir gerade auch in der Nähe der Turmgrube sind. Will ich mal so einen Fisch in diese Fischgötterstatue werfen. Da. So. Wodjanoi, Alter. Da wollte ich hin. Lager. Ist das ein Lager? Naja. Wobei die da auch nicht so glücklich drüber sein können. Entschuldigt die. Der Hals ist gerade. Der kratzt. So, auf zum Magierturm. Etwas durchs Dorf. In der Hoffnung, dass auch nicht ganz so viele Gegner auf dem Weg sind. Wunderbar. Ihr stellt euch da unter. Glaubt ihr dieses Gestrüpp? Ein wunderbarer Wolf. Naja, ihr seid halt nicht die Klügsten. So, auf zum Magierturm. Hier sind schon wieder neue Ertrunkene. Freue ich mich. Ach, ist auf der anderen Seite. Nur einer? Ist okay. Also gehen wir erstmal hier hinten lang. Auf die andere Seite. Büschelkraut ist auch schon wieder nachgewachsen. Also wenn eine Karte neu lädt, dann sind anscheinend auch die alchemistischen Zutaten wieder da. Da haben wir Reim und Merlauf. So, definitiv sollten wir speichern. Hallo, Azar, Raimund. Brennt ihr nicht darauf, die Wahrheit zu erfahren? Oh, ich würde mich lieber auf meine Aufgabe konzentrieren. Soll ich das Buch aus dem Turm bringen? Ja. Kalkstein darf uns nicht zuvorkommen. Ich hoffe, dieser Mörder hat den Köder geschluckt. Ich glaube, dafür habe ich gesorgt. Tja.
Sieht im Moment ein bisschen unspektakulär so aus. Kreis des Wassertores. Ihr habt das Zeichen Axi erlernt. Ein Zauber, der vorübergehend eure Feinde in Verbündete verwandelt. Wählt ein Zeichen auf der linken Bildschirmseite. Rechtsklickt auf ein Ziel, um den Zauber zu wirken. Axi bewirkt bei Machtverstärkung Furcht. Machtverstärkung, wie das denn? Ah, ich kann halten. Okay, das habe ich fast nie gemacht. Das sollte ich mal in Betracht ziehen. So, ich nehme das jetzt einzeln. Einfach nur, um unwillentlich dann ein volles Inventar zu haben. Hier, was immer ich mit einer Wassermelone will. Unbekannter Trank. Buch des Magiers aus dem Turm. Süßigkeit, können wir noch einpacken. So, ich bin jetzt sehr gespannt, was vielleicht in diesem Buch drin steht. Da, Großmutter ist da. Buch des Magiers aus dem Turm, von ihm selbst geschrieben. Allen Wahnsinn zum Trotze kam also der zu erstaunlichen Ergebnissen. Er kam zu dem Schluss, dass er das Geheimnis der Belebung unbelebter Materie lernen würde, wenn er lernt, Energie zu beleben. Also führt aus, dass ein Golem nur funktionieren kann, wenn er mit einer lebendigen Macht erfüllt ist, die den göttlichen Lebenshauch nachahmt, mit einer Seele. Der Hexenmeister hatte keine Gelegenheit, seine Forschungen zu beenden, aber mit seinen Experimenten löste er das Geheimnis von Donner und Schild. Also konnte lebendige Blitze herbeirufen, die ihr Ziel aufspürten und verfolgten, und einen lebendigen Schild beschwören, der diese Blitze freisetzte. Die Narren sahen seine Entdeckung nur als Waffe, mächtiger noch als der Vici von Maribor oder der berüchtigte Koschtschai. Freilich ist mir ganz klar, also ist Donner nur ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Erschaffung eines vollkommenen Wesens ist. Okay. Mann. So. Bevor wir jetzt rausgehen und wahrscheinlich mehr auf uns das Buch abnehmen will, kurz die Glossareinträge. Dimetrium. Dimetrium ist ein seltenes Edelmetall mit einer interessanten Eigenschaft. Es unterdrückt den Transfer magischer Energie. Eine bläuliche Legierung aus Eisen und Dimetrium wird zur Herstellung von Handschellen und Halsketten verwendet. Die Person, die sie trägt, kann weder Zauber bewirken, noch in irgendeiner Weise Magie anwenden. Es sind jedoch Fälle außergewöhnlich mächtiger Zauberer bekannt, denen es gelungen ist, die durch Dimetrium geschaffene Blockade zu überwinden. Ob wir das gegen Asa einwenden können? Magie. Kinder mit magischen Begabungen. Damit da beauftragt, Kinder zu finden. Das haben wir auch schon gelesen, meine ich. Die Macht, Zauber zu wirken, wird aus den Elementen gezogen. Die beste und gefährlichste Quelle ist Feuer. Hexenmeister, diese Feuermagie spezialisieren, erlangen häufig große Macht, bezahlen dafür mit ihrer Sucht nach Feuer und erleiden Verbrennung oder gar den Tod in den Flammen. Die Essenz des Feuers wird ihrer Essenz, wie sie, verwundbar durch Wasser gemacht. Mann, echt ein dicker Frosch im Hals. Ja, sonst sehe ich aber nichts, was neu. Die in Zauberformen gebündelte Macht kann zur Heilung, Teleportation, Zerstörung, Erzeugung, wenn nach ihren Schöpfern benannt, zum Beispiel Al-Sur-Donner oder Merigold-Hagel. Okay. So, ja, ne, speichern wir nochmal. Und auch wenn jetzt die Zeit fast vorüber wäre, wir gehen jetzt noch raus.
Wer wartet hier auf uns? Bald erfahrt ihr die Wahrheit. Aufgeregt? Oh, mehr ja. Als ihr denkt. Nur noch eine Frage. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, euch als Raimund auszugeben? Schlau. Durch euch natürlich. Er kam mir gefährlich nahe und ihr habt ihm vertraut. Es wäre töricht gewesen, die Situation nicht auszunutzen. Habt ihr vergessen, dass ihr es mit einem Hexer zu tun bekommen würdet? Ich wäre töricht, die Situation nicht auszunutzen. Genug geplaudert. Jetzt führt mich zu der Stelle, wo ihr die gestohlenen Gegenstände aus Kaer Morhen versteckt habt. Jetzt. Okay. Ah, oh, Mist. Nein, Silberschwert bitte. Schneller Kampfstil ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ich will aber gerade einmal das hier. Ah, Mist. Komm. Geralt, mach. Feuerelementar. Was kommt als nächstes? Was? Was? Ich folge eurem Befehl, Meister. Ich höre und gehorche, wie es ein Djinn tun würde. Professor! Lass den Unsinn und erledigt. Wisst ihr, Hexer, bei so viel Wasser fühlt sich Azar nicht wohl in seiner Hand. Feuermagier sind eingeschränkt. Er braucht mich, wenn es feucht wird. Schön. So schlage ich zwei Würmer mit einer Klappe. So, bitte das Stahlschwert. Ihr sitzt ganz tief in der Scheiße. So, komm. Azar als erstes, weil der ist ja eigentlich Geralt. Ich will zuerst auf Azar, denn der ist ja bekanntlich geschwächt. Auch wenn ich gerade nicht sehe, dass er... Ihr seid keine Herausforderung. ...etwas raus aus dem Feuer. Was jetzt? Azar, ihr Narr! Ihr geht dem Hexer auf den Leim. Mein Haar wäre nicht draufgegangen. Still! Zurück zum Stützpunkt im Händlerviertel. Beeilt euch, ehe er sich erholt. Wir sehen uns wieder bis Geburt. Was alle fühlen, jetzt dass die Schlacht im Sumpf der Anfang von Ereignissen war, die bald ganz Temerien erschüttern würden. Beide Seiten spürten den aufziehenden Konflikt und brannten darauf, sich mit dem Feind zu messen. Ein einfaches Scharmützel zwischen zwei Patrouillen endete in einer Schlacht. Angetrieben von ihrem unerschütterlichen Glauben, zeigten die Ritter des Ordens die größere Entschlossenheit und siegten. Die Skoyatel lernten, dass sie die Freiheit nur erringen können, indem sie Blut vergießen, das ihrer Feinde und ihr eigenes. Azar hatte mich von der Schlacht ferngehalten. Als Triss mich weckte, hatte ich Berge von Gefallenen vor Augen. Das war das letzte Mal, dass ich neutral bleiben konnte. Super, die Ritter haben die niedergemacht. Ihr irrt euch. Ich habe ihn unter Kontrolle. Und nicht nur ihn. Alle fressen mir aus der Hand. Ich bedauere, dass Foltest nicht da ist, aber ich vertraue auf euren Einfluss auf die Ratsleute des Königs. Ich nehme an, ihr habt die Sache mit Leuwarden ebenfalls geklärt. Ja, ich habe ihm ein Angebot gemacht und er hat es angenommen. Er behauptet, seine Vorgesetzten hätten ähnliche Pläne, aber wir seien schneller gewesen. Männer können nichts als reden und dann wollen sie als die großen Macher dastehen. Apropos, was macht euer Hexer? Ich müsste ihn überzeugen können. Übertreibt es nicht. Geralt kann außergewöhnlich scharfsinnig sein. Ich weiß.
Ich muss wieder zurück. Ich melde mich, wenn alles vorbei ist. Lass den Hexer nie erraten, was ihr vor ihm verbergt. Was spielt Triss? Triss? Bleibt liegen. Ich untersuche erstmal, ob ihr wieder ganz genesen seid. Und wie? Keine Bange. Es tut nicht weh. Gut. Ihr seid im Vollbesitz eurer Kräfte. Es ist dieser ungewöhnliche Hexerstoffwechsel. Triss, wie bin ich hierher gekommen? Reiner Zufall. Ich folgte einer falschen Fährte, die Kalkstein gelegt hatte. Ihr habt mich im Sumpf gefunden? Was hat sich dort wirklich abgespielt? Keine Ahnung. Der Alchemist untersucht immer noch den massiven Stein. Aber hier in Vizima gibt es größere Anomalien. Magische Anomalien? Hier in Vizima? Ja, ich würde eure Hilfe zu schätzen wissen. Aber kommen wir wieder auf eure Gesundheit zurück. Ich dachte, ich sei im Vollbesitz meiner Kräfte. Körperlich ist wohl alles in Ordnung, aber euer Verstand macht mir Sorgen. Erklärt mir das. Ihr wart stundenlang weggetreten. Ich hatte keine andere Wahl, als eure Gedanken zu lesen. Ich musste herausfinden, was euch fehlt und welche Gifte ihr diesmal eingenommen habt. Ich bin sicher, ihr habt noch mehr gelesen. Das ließ ich nicht vermeiden. Eure Gedanken waren recht laut. Wie dem auch sei. Ich weiß über eure jüngsten Abenteuer Bescheid. Könnt ihr mir helfen? Eure Amnesie heilen? Das kann vermutlich niemand. Aber es besteht eine kleine Chance. Eine kleine Chance, das? Nach dem, was ich so gesehen habe, würde ich meinen, eine stabile Persönlichkeit aufzubauen, wäre von Vorteil. Und das heißt? Bitte, Geralt, das ist wichtig. Einfach ein bisschen weniger Psychogelaber. Stellt euch den Problemen dieser Welt. Es kommt nicht darauf an, welche Position ihr einnehmt, nur darauf, dass ihr eine wählt. Eine starke Identität könnte euch helfen, euer Gedächtnis zu regenerieren. Könnt ihr mir nicht einfach erzählen, was ihr gesehen habt? Nein. Ich möchte nicht, dass ihr zu dem werdet, was ich in euch sehe. Ich möchte, dass ihr selbst entscheidet, wer ihr seid, ohne Blick zurück. Ich soll mich nicht für die Vergangenheit interessieren? Genau. Eure Erinnerungen werden zu gegebener Zeit zurückkehren. Das werden wir sehen. Geralt. So, wir sind aber ein gutes Stückchen über der Zeit. Hier in diesem Gespräch mal ein kurzer Cut. In der nächsten Folge geht's weiter. Bis denn, ciao, ciao.